Die Merkur in Kasimi-Gitarre ist fertig. Die kriegt jemand, falls er sie noch will. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich begrüße euch zum 12. April 2024. Wie sieht die Situation aus? Wir haben immer noch das Sextil zwischen dem Luftmond im Zeichen Zwillinge. Übrigens wollte ich kein schlechtes Wort über den Zwillingemond sagen. Also auch Zwillingemondmenschen können ihren Redefluss kontrollieren. Aber es ist vielleicht eine der besonderen Aufgaben, zu sagen, wie komme ich mit Information und Gefühl so an bei den anderen Leuten, dass sie davon nicht überwältigt sind. Und es ist ja immer nur dann, wenn es ganz bestimmte Pathologien gibt, wo eben Menschen einfach in die Übersprache hineinflüchten. Das kann man auch verstehen und ist gar nicht so schlimm und es ist in der Regel auch therapierbar. Also jetzt hier der Zwillinge-Mond im Zeichen Zwillinge und die Sonne im Zeichen Widder, Feuer und Luft passen gut zusammen, sind in einem Sextil, das heißt also die inspirierte, die initiative Handlung, insbesondere wenn sie auch berücksichtigt, was kann man dazu nehmen, da ist Venus dabei, also es geht um eine harmonische Ausbalancierung. Venus muss nicht nur ihr Terrain verteidigen im Widder, es geht um Chiron, im besten Sinne kann ein Heilungspfad beschritten werden. Es geht um den Mondknoten, ganz klar ist die Richtung initiative Handlungen. Das muss man nicht den Kriegern überlassen, das können die zivilen Leute ganz genauso machen. Das ist also das, was die Richtung hat. Und Merkur im Widder bis auf die Kasimi-Position gestern Nacht, also heute Morgen, wo eben der Besuch, die Audienz beim König, Merkur ist im Herzen der Sonne, ist ein arabischer Begriff, Kasimi, heißt als wie gleich im Herzen und im Herzen der Sonne, nach alter Sage unserer guten Astrologen, da ist eine Audienz beim König möglich und das ist also ein guter Zeitpunkt, um da bestimmte Sachen zu machen. Und ich mache das auch. Das ist also so ein bisschen astromagische Elektion, kann man sagen. Genau, das sind also diese Kräfte, die da oben im Widder sind und die sich eben verbinden, sextilmäßig, mit den Mondkräften, mit den Kräften der Neigung und der emotionalen Intelligenz. Also das ist das Positivste, was man über den Zwillingsmond sagen kann. Ein entwickelter Zwillingsmond ist die Verkörperung von emotionaler Intelligenz. Ja, ist doch ein schönes Wort. Genau, das ist die Situation. Dann wollte ich noch ein ganz besonders interessantes Ding, also es wissen auch viele von euch, aber es gibt die sogenannte Dispositorenkette, die Herrscherkette. Das ist so ein Spezialgebiet in der Astrologie, aber wer Astrologie lernen will, der muss das können und wissen. Also der Mond ist im Zeichen Zwillinge, der Herrscher der Zwillinge ist der Merkur ist im Widder. Der Widder wird von Mars beherrscht und Mars ist im Zeichen Fische und der Fischeherrscher ist selber im Hause anwesend. Das ist Neptun nach neuer Lehre und da endet die Kette. Gehen wir weiter, Jupiter-Uranus als auch dieses gigantische Geschehen am Himmel, das also jeder beobachten kann, der auch nur wenige Jahre Erinnerungsvermögen hat und das sind im Augenblick nicht besonders viele leider. Also hier wird das aufgepumpt. Uranus, das Luftelement, Jupiter, mach es groß. Gleichzeitig wächst aber in den USA, insbesondere in Europa schläft man noch, aber in den USA und in England gibt es massiven Widerstand. Also die Twitter-Plattform ist voll davon und man erlaubt sich inzwischen nicht mehr Community Notes. In Tennessee hat man es verboten. Und dieses Riesending, was sie da abziehen, wer macht es, wer organisiert es, alles interessante Fragen. Ich habe eine Idee, aber ich sage es hier nicht. Okay, da haben wir also den Jupiter-Uranus im Stier, die Venus regiert den Stier. Wo ist die Venus? Im Widder. Wer regiert den Widder? Den Widder regiert der Mars in den Fischen. Und dann endet es wieder bei Neptun. Und dann gehen wir weiter zum Widder, ist eh klar, Mars in den Fischen endet wieder beim Neptun. Fische, der Fischeherrscher Neptun ist anwesend. Dann haben wir Wassermann, Uranus regiert und nach alter Lehre der Saturn in den Fischen.
Uranus hatten wir schon über die Venus und den Mars ist wieder Fische das Endzeichen und Saturn ist ohnehin in den Fischen. Das heißt also, alles steht auf Neptun, Neptun, Neptun. Und Neptun im negativen Sinne, wie gesagt, ist die, kann eine Auflösung sein. Also wenn wir im Geburtshoroskop einen Neptun-Saturn-Kontakt zum Beispiel haben, wenn Sie selber den Saturn in den Fischen haben zum Beispiel und Neptun geht darüber, dann kann man mit Sicherheit davon ausgehen, manchmal sogar bis ins Physische hinein. Ich will da jetzt keine erschreckenden Beispiele nennen, denn das ist eine positive Show hier und keine negative Energiegeschichte. Aber es geht dann um auflösende Strukturen, zum Beispiel Neptun über Saturn, kann man sagen. Und im positiven Sinne, wenn Neptun zum Beispiel die Venus berührt, dann kann man sein weibliches Selbstwertgefühl, wenn Sie denn eine Frau sind, mit dem ganzen geistigen Kosmos ausfüllen, der sonst noch zur Verfügung steht. Wir müssen mit einem kleinen Vorurteil hier aufräumen. Und zwar, wir leben ja alle in der Situation, dass wir denken, hier sind die materiellen Sachen und da drüben sind irgendwie die geistigen Sachen. Diese Weltanschauung nennt sich Dualismus. Ein Dualismus, der geht davon aus, dass es zwei verschiedene Welten gibt, eine reale Welt zum Anfassen und eine geistige Welt, die nicht anfassbar ist, die das Jenseits darstellt, die Welt, in der die Verstorbenen nach ihrem Tod existieren. Und wer an das Wiedergeburtskonzept glaubt, ich tue das, aus dieser Welt wieder herauskommen. Und das ist ein dualistisches Konzept. Und der Weg zwischen diesen beiden Welten, da kann man lange darüber diskutieren, ob Dualismus oder Monismus und ob das überhaupt Sinn macht, wie viele Engel auf eine Nagelspitze passen und so weiter und so fort. Aber der reale Weg zwischen der Realität, die man anfassen kann hier unten, und der geistigen Realität, das ist Neptun. Und das ist in höheren Sinne das Praktischste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Denn ohne geistige Bewegungen, die gewissermaßen oben stattfinden, läuft unten gar nichts, überhaupt nichts, nicht im Mindesten auch nur irgendetwas. Deswegen ist Neptun nicht unpraktisch, sondern er ist der praktischste von allen Planeten. Er ist die Realität. Und wer von Realität nur im materiellen Sinne spricht, den kann man, ja, ich will jetzt keine Schimpfworte benutzen oder so, aber ihm fehlt mindestens die Hälfte der Existenz. Ihm fehlt schlicht und ergreifend, das Wichtigste, kann man sagen, das da mit oben verbindet. Okay, langer Rede, kurzer Sinn. Alles hängt an Neptun. Für mich als Fischegeborenen ist es natürlich super interessant und ich habe keine Angst vor Neptun, sondern verbünde mich mit den planetaren Kräften. Und das ist überhaupt ein gutes Rezept, um mit den Kräften zurechtzukommen, sich mit den planetaren Kräften in einem positiven Sinne zu verbinden. Falls ihr Lust habt zu sehen, wo steht denn euer Geburtsneptun im Horoskop, das wissen nämlich viele auch nicht, die freundlicherweise hier meine kleine Show verfolgen. Wir sprechen vom Geburtshoroskop als dem Moment, wenn jemand zur Welt kommt und idealerweise wegen dem Zeitpunkt, der erste Atemzug wird aufgezeichnet. Das ist das Geburtshoroskop. Dann aber bewegen sich natürlich die Planeten weiter. Viele von unserer Generation in meinem Alter zum Beispiel, die haben den Neptun im Zeichen Skorpion. Dazu macht natürlich der Neptun in den Fischen eine trigonale Position im Augenblick von Wasserzeichen zu Wasserzeichen. Und dort, wo man den Neptun im Horoskop hat, im eigenen persönlichen Horoskop, dort ist die größte Sehnsucht. Dort ist das verborgen, wo wir sagen, wo sind denn eigentlich unsere Träume? Wo wollen wir denn hingehen? Und das gilt sowohl zeichenhaft als auch in der Hausposition. Ich habe immer gesagt, zum Beispiel die Frau Rowling, ja, mit ihrem Harry Potter zum Beispiel, natürlich eine Neptun im Skorpion-Persönlichkeit und da habe ich immer gesagt, die Neptun im Skorpion-Persönlichkeiten. Neptun steht hier auch für Fiction, ja, und Skorpion steht für Magie. Es handelt sich also um Magie-Fiction, was sie da geschrieben hat. Und angeschlagen hat ihre Magie-Fiction dann
vor allem bei der Generation Pluto im Skorpion. Und Neptun und Pluto, die haben auch eine Bahnresonanz von 2 zu 3. Also wenn Pluto 2 Runden macht, dann macht Neptun 3 Runden. Diese Bahnresonanz gehört zu den super interessanten Synchronizitäten unseres Sonnensystems. Genau, und so kann man es sehen. Und genau, wenn ihr wollt, und wir schauen mal in euer Horoskop rein, da oben die Mailadresse, unten die Bedingung für eine Konsultation. Einfach mal schauen, wo bei euch im Horoskop der Neptun steht und was ihr tatsächlich da in diesem Sinne mit Wünschen, mit Träumen, mit Verbindungen in die höhere Welt überhaupt habt im Horoskop und wie man das sehen kann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. 12. April 2024. Die Merkur in Kasimi-Gitarre, gestern fertig geworden, mitten in der Nacht. Muss man noch spielen lernen, mal sehen, wer sie im Endeffekt als Meister beherrschen wird. Ich danke fürs Zuhören. Bis morgen.